Die Zeit der großen Fußballfeste in Dresden ist lange her. Gestern Abend spielte nicht einmal mehr das Wetter mit. Dabei sollte es ein Feiertag werden, die Rückkehr von Matthias Sammer nach Dresden zum Freundschaftsspiel Dynamo gegen seine Borussia. Die offenen Schleusen hatte keiner verdient, er nicht und die 6000 Anhänger der Schwarz-Gelben schon gar nicht. Vor 11 Jahren hatte sich Matthias Sammer von seiner Heimatstadt verabschiedet, war über Stuttgart und Mailand nach Dortmund gekommen, hatte Meisterschaft, EM-Titel und Champions League gewonnen. Die Grundlage dafür bekam er bei den Schwarz-Gelben. In seiner zweiten Meisterschaft im Sommer 90 hatte der Rotschopf ausgelernt und wollte in die Bundesliga. Sammers Reise in die Vergangenheit begann gestern Mittag. Training im großen Garten und Treff mit guten alten Bekannten. Der Platzmeister war früher Busfahrer und Zeugwart, als Matthias noch bei Dynamo spielte. Mit 33 ist Sammer einer der jüngsten Bundesliga-Trainer überhaupt, stand mit Koder, Reuter oder Bobic vor nicht allzu langer Zeit noch gemeinsam auf dem Rasen. Heute dirigiert er das Star-Ensemble des Weltpokalsiegers. Dabei weiß er ganz genau, dass er als Spieler alles andere als pflegeleicht war. Wenn ich mir heute vorstelle, ich bin Trainer und hätte so einen Spieler gehabt wie mich, dann kann ich schon im Nachhinein den einen oder anderen besser verstehen, dass das nicht einfach war. Das gebe ich auch zu. Die ersten Probleme mit Matthias Sammer hatte aber kein Fußballtrainer. Der Grund, Sammer Junior nahm es mit der Ordnung nicht ganz so genau. Die Mutter des gelernten Maschinen- und Anlagenmonteurs kann sich noch gut daran erinnern. Er fand nichts, weil er alles in die Ecken geschmissen hat. Und da mussten Sie ab und zu mal... Musste die Mutti alles machen, ja. Nächster Termin am Nachmittag, Pressekonferenz zum Spiel, Fragen zu Dynamo, Borussia und seiner Vergangenheit. Sammer zeigt sich emotional berührt, seine Antworten druckreif und souverän. Sein Auftreten völlig konträr zu dem, wie... sich nach 5 Knieoperationen das Aus, nach langem Quälen für das Comeback stand nur eines fest, nie wieder Fußball. Fußball zu spielen war neben Familie das, was man sehr, sehr gern gemacht hat. Und was ja schon schwer genug ist, wenn man überhaupt aufhören muss aus dem Profifußball. Aber man kann es ja dem immer anschließend noch weiter tun. Und das kann ich nicht und das ist schon nicht einfach. Und das ist ein Lernprozess, der auch Zeit braucht. 2 Jahre lang hatte der Fußballverrückte vergeblich gekämpft. Dabei kann Sammer heute von Glück reden, dass die Knieverletzung nicht noch tragischere Folgen hatte. Anfangs musste man in der Familie mit dem Schlimmsten rechnen. Es war kriminell, kann man nie anders sagen. Es war auf Leben und Tod. Es war eine bakterielle Sache. Und da hat nichts angeschlagen, sodass es wirklich ganz gefährlich war. Wäre fast zur Amputation gekommen. So schlimm war es. Sammers Glück, die Borussia suchte im vergangenen Frühjahr einen neuen Trainer. An der Seite von Udo Lattek begann für ihn ein neuer Abschnitt. Seit 1.7. ist er Cheftrainer und macht sich Tag und Nacht Gedanken, wie er seine Borussia wieder ganz nach oben führt. So, wenn man sich vielleicht ein paar weniger Gedanken machen würde, wäre es vielleicht einfacher. Aber es ist ja letztendlich auch eine Frage des Erfolges. Es gibt ja Menschen, die auch als Fußballer oder ihrem Beruf Erfolg haben. Und die müssen manchmal ein bisschen mehr tun als manche andere. Und wenn man sich den einen oder anderen Gedanken vielleicht mehr macht, hat man vielleicht auch den einen oder anderen besseren Gedanken. Und das ist manchmal der Unterschied. Der Sachse ist ehrgeizig wie kaum ein anderer und will Erfolg auch als Trainer. Für ihn führt der Weg dahin nicht unbedingt übers Geld. Geld ist sicherlich ein wichtiger Faktor, dass man essen kann, dass man erstmal überleben kann, aber nur in einem gewissen Maß. Und zum anderen ist es dann schon wichtig, Charaktereigenschaften zu haben. Ich denke, dass die einfach mehr wert sind als finanzielle Dinge. Aufrichtigkeit, Respekt, Ehrlichkeit, für den Familienmenschen Sammer Selbstverständlichkeiten. Wo er herkommt, hat er nie vergessen. All das fordert der Dresdner auch von seinen Spielern. Ob sie es umsetzen, da ist er sich nicht ganz sicher. Also die Chance ist ja auf jeden Fall da. Und das Echo, von dem sollte man sich nicht kurzfristig leiten lassen. Weil das ja Prozesse sind, die man ja auch wieder erlernen muss, denke ich. Und deshalb auch die eine gewisse Zeit benötigen. Und bei der ersten Enttäuschung sollte man, oder bei den ersten 10 Enttäuschungen sollte man deshalb nicht nachlassen. Gestern Abend Rudolf-Harbig-Stadion kurz nach 18 Uhr. Geduldig schreibt Sammer ein Autogramm nach dem anderen. Für ihn ist das Freundschaftsspiel gegen seinen ehemaligen Verein ein ganz besonderes Ereignis. Dank seiner Eigenschaften ist er für die Borussia-Führung schon nach einem Dreivierteljahr zum Glücksfall geworden. Das, glaube ich, ist Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit.
Und das sind natürlich Charaktereigenschaften, die man heutzutage nicht mehr so ganz oft findet. Und insofern, glaube ich, ist es für uns wichtig, was ich gerade schon sagte, dass er den Spielern eben alles vorleben kann. Im Spiel haben die Bundesliga-Stars erheblich Mühe. Sammer weiß ganz genau, wie es um seinen ehemaligen Verein steht. Zuletzt wurde wieder einmal der Trainer gewechselt. Zurzeit hat Meinhard Hemp das Kommando, die Probleme aber bleiben. Es ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, dass du im Moment reinschütten kannst, was du willst. Das fliegt alles unten wieder raus. Die Situation an sich oder ein guter Verein wird, oder letztendlich alles das, was gezeigt haben, ist, wird immer von Menschen entschieden. Dass das ohne finanzielle Dinge nicht möglich ist, weil keiner hierher kommt und für die gute Laune spielt, das ist ja alles in Ordnung. Aber die Struktur ist in allererster Linie entscheidend. Zum 1:0 für Dortmund traf gestern ausgerechnet Miroslav Stević. Der Serbe war 1993 beim Bundesliga-Duell Dynamo gegen Dortmund der Gegenspieler von Matthias Sammer. Damals gab es ein 3:0 für Dynamo. Heute trennen beide Vereine 3 Spielklassen. Das war auch ein bisschen Enttäuschung, wenn man sieht, dieses Stadion, dass sich gar nichts geändert hat. Und wenn man sieht, in welcher Liga Mascha spielt. Und es tut mir schon ein bisschen weh, weil die 2 Jahre bei Dynamo Dresden ist schon Teil von meiner Fußballkarriere. Kurz nach der Halbzeit der Ausgleich für Dynamo. Auf der Tribüne hatte Mutter Sammer alles aufmerksam verfolgt. Kommt Matthias irgendwann nach Dresden zurück? Glaube ich nicht. Da sie jetzt auch das neue Haus beziehen, ungefähr in 6 Wochen, also glaube ich kaum. Am Ende gewann Borussia Dortmund das Freundschaftsspiel knapp mit 2:1. Der Trainer war trotzdem zufrieden. Die Mutter von Matthias aber war so aufgeregt, als ginge es um die Meisterschaft. Ich bin fix und fertig, wenn Borussia spielt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Was wird da, wenn die Meister werden? Nein, das glaube ich nicht. So weit sind sie noch nicht. Also das muss ich so sagen. Damit wäre auch die Frage beantwortet, die Matthias überhaupt nicht hören will. Auch wenn sich in seiner Familie alles um den Ball dreht, eines steht trotzdem fest. Ich denke, je älter man wird, muss man sich trotz alledem auch um die wichtigen Dinge oder sich die wichtigen Dinge bewusst machen. Und Fußball ist wichtig für mich, ist ein Teil meines Lebens, aber es kann letztendlich nicht alles sein. Sammers Reise in die Vergangenheit, für Dresden vielleicht das letzte Fußballfest für lange Zeit. Sicher ist nur, er wird seinen Weg gehen.